Ja, einen wunderschönen Tag, meine lieben Zuschauer. Schön, dass ihr zu diesem Video eingeschaltet habt. In diesem Video gehen wir mal die Frage nach, die mir ein Zuschauer gestellt hat. Und zwar, ob man einen Plattenspieler an eine x-beliebige Soundbar anschließen kann, die ja mittlerweile mehr und mehr Leute zu Hause stehen haben, aus Platzgründen, warum auch immer, völlig egal. Die meisten Soundbars haben ja gar keine analogen Anschlüsse mehr. Wie man da einen Plattenspieler jetzt anschließt, einen ganz herkömmlichen, das zeige ich diesem Video. Viel Spaß dabei, euer Speakerschocker. Was brauche ich denn alles, um den Plattenspieler überhaupt an die Soundbar anschließen zu können? Wir reden hier in diesem Video über einen Plattenspieler, der noch keinen Phono-Entzerrverstärker besitzt. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Phono-Entzerrverstärker. Dann brauchen wir ein Zinch-Kabel, welches von dem Plattenspieler in den Verstärker reingeht. Dann brauchen wir noch ein weiteres Zinch-Kabel, was von dem Phono-Vorverstärker dann halt wieder rausgeht. Und zwar in dieses kleine Kästchen hier, in einem digitalen Analogwandler. Denn wir müssen das analoge Signal von dem Plattenspieler jetzt digitalisieren. Und dann brauchen wir noch ein Lichtleitkabel, damit wir das Signal weiter dann zur Soundbar geben können. Wie man das Ganze anschließt, das ist gar nicht so schwer, das zeige ich dir. Dann kommen wir jetzt mal zu den Anschlussarbeiten. Die sind wirklich nicht so schwer. Der Plattenspieler hat hier seinen Cinch-Ausgang. Da schließen wir einfach mal unser Cinch-Kabel an, denn hier kommt das Signal raus. Ja, haben die Kollegen so ein bisschen fummelig gemacht, aber das geht schon. So. Dann kommt unser Phono-Entzerrverstärker ins Spiel. Ist kein überragendes Ding, tut aber seinen Job auch ganz gut. Funktioniert. Ich gebe euch die Sachen einfach mal alle unten als Link in die Videobeschreibung rein. Und dann nehmen wir das andere Ende von unserem Cinch-Kabel und gehen hier in den Input rein. Der Plattenspieler gibt hier sein Signal raus und gehen hier mit dem Cinch-Kabel wieder hier hinein. Manche verwechseln das manchmal und vertauschen Input und Output. Wir gehen ja hier raus und wollen hier rein, deswegen Input. Jetzt nehmen wir ein weiteres Cinch-Kabel und schließen das hier an den Output an. Wir gehen jetzt hier mit dem Signal raus und man könnte das jetzt natürlich an jede x-beliebige Stereoanlage anschließen, an den AUX-Eingang oder auch an einem Verstärker. Aber wir wollen ja eine Soundbar anschließen und deswegen kommt dieser Freund hier ins Spiel, denn die meisten Soundbars haben ja gar keinen analogen Anschluss mehr. Wir gehen dann hier mit dem Cinch-Kabel hier in den Input rein, also analog gehen wir hier rein. So, und dann wird das Signal hier drin, was ja analog vom Plattenspieler kommt, auch vorverstärkt jetzt, geht hier rein und wird dann digitalisiert, sage ich jetzt mal, und geht dann hier raus, entweder über ein Koaxialkabel oder über einen optischen Anschluss. Wir wählen den optischen Anschluss. So, hier habe ich jetzt die Soundbar und hier immer noch den Freund. Wir gehen ja hier noch analog rein. So, dann haben wir hier jetzt das Lichtleitkabel. Das muss ja auch nicht das teuerste sein. Das ist ein ganz einfaches, das reicht. So, wir gehen hier in den Ausgang raus, also raus hier, ne? Und gehen jetzt hier in den Eingang von der Soundbar. Denn die hat jetzt hier nicht wirklich einen anderen Anschluss, analog schon mal erst gar nicht. Drinne ist er. Wunderbar, das war's. Heute stelle ich das mal so ein bisschen noch um, damit ich hier wieder das bedienen kann. Das habe ich jetzt hier so aufgestellt, damit ich euch das anschließend besser zeigen kann. Jetzt müssen wir es nur noch hier am Strom alles anschließen und dann können wir mal gucken, ob es läuft. Alles ist am Strom angeschlossen. Ich glaube, ich brauche so ein paar Sekunden, bis hochgefahren ist. Jetzt wollte ich euch das mal eben zeigen. Problem ist allerdings, ich darf auf YouTube hier gar keine Musik laufen haben, wo ich gar keine Rechte für habe. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das werde ich trotzdem mal kurz machen. Wir werden hier ein bisschen über die Platte fliegen, damit ihr einfach hört, dass das auch funktioniert. So, ich schalte den Schallplattenspieler mal ein. Lege hier die Nadel auf die Platte drauf. So. Eben die, nee. HDMI. Nee. Optischer Eingang. Das funktioniert. Ich muss hier ganz schnell machen. Also, das funktioniert auf jeden Fall. Mehr traue ich mich schon nicht mehr zu machen wegen Urheberrechtsverletzung. Ihr kennt das Ganze, aber funktioniert. Komm, wir testen es nochmal einmal ganz kurz mit einer anderen Schallplatte, damit mir das auch wirklich glaubt. Läuft! Ohne Probleme läuft das.
funktioniert doch tadellos, oder? Und so hat man gesehen, wie man auf einfache Weise einen alten Plattenspieler dennoch an die moderne Soundbar anschließen kann. Wie gesagt, man braucht den Plattenspieler ganz klar, den Phono-Entzerrverstärker, falls der Plattenspieler noch keinen integriert hat, dann den Analog-zu-Digital-Wandler, die entsprechenden Kabel anschließen, fertig. Welche Kabel das jetzt ist, das ist völlig egal. Es muss nicht das teuerste sein, da reicht auch das ganz normale Chinch-Kabel aus dem Elektrofachmarkt, ganz egal, muss nicht das teuerste sein. Es funktioniert auf jeden Fall. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir doch gerne einen Daumen nach oben geben. Abonnieren kannst du meinen Kanal natürlich auch gerne, das ist ja auf YouTube kostenlos. Das nächste Mal wird dann mal wieder was Lustiges auf meinem Kanal kommen, das hatte ich jetzt auch schon ewig nicht mehr, aber das bleibt noch eine kleine Überraschung, das werdet ihr dann sehen, wenn es hochgeladen wird oder wenn es veröffentlicht wird. Eine Verlosung wird dann demnächst auch mal wieder auf meinem Kanal kommen, das hatte ich noch gar nicht so häufig, einmal erst, ich weiß, nicht so viel, aber eine Verlosung wird mal wieder kommen und wenn du das alles nicht verpassen willst, dann lass mir doch einfach ein Abo da und dann sehen wir uns das nächste Mal auch wieder. Bleibt mir gesund und munter, dann sehen wir uns das nächste Mal auch wieder. Das würde mich freuen. Bis dahin, euer Speakerschocker. Tschüss.